Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu The Rise of the Golden Idol. Das scheint auf jeden Fall unser Tänzer aus dem vorigen Fall zu sein, würde ich sagen. Ist auch schön, dass hier dann scheinbar mal wieder einfach Sachen zusammenhängen. Weil, also zumindest im vorigen Kapitel, weiß ich nicht, oder hier hängt bislang zumindest noch nichts so wirklich zusammen. Gucken wir mal. Speiltanz. Antharfs Siegesnummer. Ich glaube nicht, dass das ein Tippfehler ist, weil es gibt ja auch das Speilteam, irgendwie dieses Sportteam, was irgendwie Sachen macht. Oh, sie kennen wir doch. Sie ist doch, sie war bei der Auktion mit dabei. Ich weiß, was ich sehe, Onkel. Wie konnte dieser Fremde nah einen alten Speiltanz lernen? Man braucht Monate, um so etwas zu beherrschen. Ah, okay, da kommt langsam Spannung in die Nummer. Warte. Athaf, 39. Okay, er macht Dancy Dancy. Ich muss gar keine Namen einsetzen, Funny. Bra. Essen, Tür, Schlüssel, Maschine, verboten, Vampir. Wait a second. Oh, wir müssen jetzt nicht wirklich rausfinden, was er tanzt, oder? Oh, please no. Ein Move war auf jeden Fall gerade verboten. Das ist verboten. Das ist verboten. Okay. Das ist aufpassen, oder? Ist das aufpassen, was er als erstes macht? Das ist schließen, auf jeden Fall. Beim Speiltanz wurden Gegensätze bekannter Wörter durch Umkehrung der Bewegung ihrer Gegenstücke aus. Ah, okay. Geben, stehlen. Okay, aufpassen. Er macht schon schließen auf jeden Fall. Nee, er macht öffnen. Aber warte, wir sehen hier nur einen Ausschnitt, ne? Oder ist das alles? Ja, da kommt nämlich noch mehr. Oh, fuck. Das ist ein bisschen nervig, dass sie hier nur, also dass man hier den ganzen Ausschnitt sieht und hier nur den kleinen. Warum? Warum ist das hier nur ein kleiner Loop? Es wäre so viel angenehmer. Das ist doch jetzt auch einfach nur Fleißarbeit. Also das ist halt wirklich einfach nur nervige Fleißarbeit. Im alten Lemuria stellten die Philosophen die These auf, dass verschiedene Körperteile bestimmte Charaktereigenschaften verkörpern. Der Speiltanz spiegelt diese These wider. Diese Handgeste wird auf ein beliebiges Körperteil gerichtet und weist auf das zugehörige Attribut desselben. Oh, also macht er am Anfang den Move für nicht ich schieß mir ins Gesicht, sondern für Wissen? Ist das der Move für Wissen? Maybe. Unterkörperhaltung. Vielleicht einer der kuriosesten Aspekte des lemurischen Speiltanzes ist die Beziehung zwischen manchen Bewegungen des Unter- und Oberkörpers und ihre Auswirkung auf die Grammatik. Daraus ergeben sich viele interessante Möglichkeiten. Eine Einfußstellung führt dazu, dass die Pluralform eines Wortes verwendet wird. Der Schneidersitz erweitert das Wort um einen bestimmten Artikel, wie zum Beispiel aus Buch wird das Buch. Okay, fängt er einfach an mit, warte. Ich habe so eine Idee, womit er anfängt. Ja,
Da steht er schon auf beiden Beinen. Ich hätte gesagt, der Anfang ist öffnet die Augen. Mumati da Silva war sehr überrascht, als sie sah, wie Arthur Freddy einen alten lemurischen Spalttanz aufführte. Der Tanz bedeutete... Oh, okay, man kann das hier stoppen, das ist cool. Okay, das macht's angenehmer. Na, das kann halt Wissen sein. Das ist auf jeden Fall... Das ist Öffnen. Safe ist das Öffnen. Dann macht er die Schrägstellung. Ja, der guckt aber nicht geradeaus. Der guckt schon woanders hin. Aber er steht nicht auf einem Bein und macht auch nicht den Schneidersitz. Aber das ist schon verboten, oder? Also er guckt halt nicht geradeaus, aber das ist ja schon die Haltung. Macht nur mit öffnet nicht so wenig Sinn. Oh, vielleicht verboten, ne? Okay. Er steht auf einem Bein und zeigt so nach oben. Soll das Tür sein? Öffnet verbotene Türen? Könnte, oder? Ja, das ist Safe Tür. Beziehungsweise Türen. Das... Nee, das ist nicht nah. Das ist... Er geht aber auch nicht in den Schneidersitz, aber er geht in die Hocke. Aber er geht auch nicht so. Das ist aufpassen, würde ich sagen. Das ist einfach aufpassen. Wäre jetzt so... Beziehungsweise aufgepasst. Schon, oder? Also das ist das Einzige, was da irgendwie Sinn machen würde. Auch mit dem Doppelpunkt dahinter. Dann zeigt er mit der Geste... Wo ist sie denn? War das nicht hier? Achso, mit dem Ding. Böse? Ist das böse? Ja, schon, oder? Böse. Aber was ist das? Steht er da auf einem Bein? Und aber was macht er da für eine Geste? Böse Narren? Die Drehung dabei ist halt so ein bisschen unnötig, aber... Naja, steht auf einem Bein, dann ist es böse Narren? Erst die Arme auf
und kreuzt sie dann, oder? Naja, böse Narren stehlen. Und das ist... Was ist das? Schlüssel? Sieht nach Schlüssel aus, oder? Ich bin mir noch nicht sicher, was das erste sein soll. Das ist ja schon die Geste. Wissen öffnet verbotene Türen. Macht ja vollkommen Sinn. Es ist einfach Wissen. So. Aufgepasst, böse Narren stehlen. Wissen öffnet verbotene Türen. Aufgepasst, böse Narren stehlen Schlüssel. Okay. Konnte die charakteristischen Bewegungen des lemurischen Spalttanzes aus dem Buch ihres Onkels wiedererkennen und wunderte sich über Athafs Wissen über diese alte Tradition. Und jetzt haben wir hier... In den Dingern kannst du Erinnerungen speichern? Das ist nicht okay. Enthält nutzloses Wissen. Liebe alles daran. Das sind quasi Festplatten. Okay, dann ist das aber safe Erinnerung. Es würde halt eigentlich Sinn machen, dass das eine Minute und das ein Tag ist, aber das ist halt nicht der Donut-Button, ne? Ich frage mich auch noch, was hier kommt. Okay, das war ein sehr kurzer Fall, der hat einfach nur 10 Minuten gedauert. Dann gehen wir gleich rein in den nächsten. Komplex, eine Tragödie auf mehreren Ebenen. Kann der Tanz eine Belohnung für Kanalpunkte sein? Weiß ich nicht. Lass mal nicht machen. Sie da oben gibt mir irgendwie, warum auch immer, Disco Elysium Vibes. Obwohl die Umgebung überhaupt nicht dazu passt, aber okay. Fangen wir mal unten an. GG. Hespert Towers Bewohnerverzeichnis. Winthrop, Sawyer, Nakana, Osola, Wright and Steenson, Bert, Knox, Combs. Oh Gott. Warum haben wir hier denn 13 Namen? Das ist hart unnötig. Danke an alle Teilnehmer des Picknicks. Sorry, mein Sohn und ich haben es nicht geschafft. Okay, das ist Belästigung. Hinweis, wenn man schon so unanständig wie ist wie Cheyenne, sollte man wenigstens die Jalousien runterlassen. Ich habe ein Paket bestellt, das noch nicht angekommen ist. Wenn es versehentlich woanders zugestellt wurde, bitte melden. Spencer 4B. Damit wissen wir... Wissen wir noch nicht, was... Oh Gott, Alter. Combs, okay. Also das wird wahrscheinlich schon 1, 2, 3, 4 sein und das linke A und das rechte B würde ja Sinn machen. Patience, Patience, Patience. Weg vom Fleck. Stark bei Blut, Gras und anderen Flecken. Ja, ist auf jeden Fall Ernest. Er hat auf jeden Fall mächtig Blut an seinem Hemd. Im Weg. Ich bin vielleicht schon zu spät. Entdeckt. Sie hat so ein Armband. Hey, aufpassen. Er hat auf jeden Fall die größte Nase der Welt.
Was für ein Chaos. Es tut mir leid, dass ich keine Zeit hatte, etwas Tolles zu kochen. Oh, okay, er hat so Bringdienst-Asien-Nudeln. Hier ist es wirklich schön. Ich bin ganz neidisch, dass du und Lavona so nah am Erdgeschoss wohnt. Sie fühlt sich auf jeden Fall 100% safe mit dem Pfefferspray in der Tasche. Okay, wir wissen auf jeden Fall, das ist Cheyenne, wahrscheinlich. Wissen wir nicht unbedingt, habe ich hier, oh, warte. Ah, das Bild ist hier noch. Schutz und Verteidigung, das Credo der Sicherheitskräfte. Gut, das, ja, das wird seine Bude also sein. Obviously. Hier ist eine Uhrzeit, es ist 7:15. Kai, denk daran, am Dienstagabend den Müll rauszubringen. Zwing mich nicht dazu, es noch einmal zu tun. Schoss? Wo kriege ich denn hier das Wort Schoss her? Ah, gut. Also er wird auf jeden Fall Kai sein. Weil er bringt den Müll runter. Macht ja Sinn. Der Mann hat eine Schusswunde in der Schläfe. Nun. Ich finde es spannend, dass hier nicht mit beisteht, er atmet nicht mehr, aber okay. Alle wissen es, die Welt ist ohne mich ein besserer Ort. Warum der Stuhl da steht, weiß aber niemand, oder? Das sind Essstäbchen. Nudelhaus. Zwei Portionen offenbar. Er hat auch so ein Armband. Und er hat Nachrichten auf dem AB. Hast du unsere Abmachung vom Picknick schon vergessen? Oder soll ich hochkommen und dir etwas beim Erinnern helfen? 21.09.18:07 Uhr. Hallo, ich bin Freeman. Ich bin vom Freeman Tierheim. Wir wollten Sie nur darüber informieren, dass wir keine Haustiere gewaltsam beschlagnahmen, auch wenn Sie der Vermieter sind. Vielen Dank und auf Wiederhören. Kitty Kitty Katzenfutter, Lieferung an Spencer Wright. Okay. Oh wow. Rausgehen, Spielzeit, Spielzeit. Mama, ich will spielen. Oh Gott. Und sie ist so, Schätzchen, stirb einfach. Du hast doch den lauten Knall vor einer halben Stunde gehört. Heute Abend wird nicht draußen gespielt. Und Mr. Sawyer wird auch gleich hier sein. Wohnungsbegehung ist am Dienstag 19.20 Uhr. Kümmere dich um den Dreck, den dein Balk hinterlässt, oder du wirst rausgeworfen. Spencer. Oh, okay. Also wird, wenn er... Wo ist er denn? Dann ist er wahrscheinlich Mr. Spencer. Würde ja Sinn machen, wenn sie sagt, ne? Auch wenn sie der Vermieter sind. Und Mr. Spencer schreibt, na, komm klar, du wirst rausgeworfen. Okay. Interessant. Nachricht vom 21.09.21:30 Uhr. Hier ist Mary Westlake von OPIC. Wir haben Ihren Anruf erhalten. Es tut mir leid, Miss Combs, aber wir können die Identität anderer Teilnehmer aus unserem Forschungsprojekt nicht preisgeben. Einen schönen Tag noch. Also wird sie wahrscheinlich... Kann ich sie nicht? Doch, sie ist Miss Combs wahrscheinlich, weil sie auf jeden Fall an dem Dinge teilnimmt. Es sei denn, wir haben da noch weitere. Aber ich würde jetzt erstmal davon ausgehen, dass sie Miss Combs ist. Durch
durch andere Bewohner bedroht? Zieht die Person es durch? Angst ums eigene Leben. Ging zum Picknick. Wem gehören diese Erinnerungen? Objektteilnehmer? Warum? Etwas über Fotos. Lobby checken? Bin ich verrückt geworden? Oh, vermutlich. Hier ist auf jeden Fall eine Skizze des Gebäudes, wo sie schon Sachen ausgeschlossen hat. Donnerstag, 2. September. Ich bin jetzt seit etwa 2 Wochen arbeitslos und das ist furchtbar. Ich hatte mir gedacht, dass es nicht schaden kann, zur Entspannung etwas in mein Tagebuch zu schreiben. Aber heute habe ich auch nichts anderes zu sagen. Freitag, 10. September. Oh, es ist so frustrierend. Niemand will mich einstellen, nur weil ich eine Frau bin. Personalchef meinte heute zu mir, ich solle nach einem Ehemann suchen, nicht nach einem Job. Aha. Und wie soll ich dann meine Miete bezahlen? Sonny erhöht sie ja fast jeden Monat. Ich würde jeden Job annehmen. Naja, fast jeden. Konstanz hat mir angeboten, mich fürs Babysitten zu bezahlen, aber ich kann ihr Kind nicht ausstehen. Oh, okay, also wissen wir 2 Sachen. Sie wird Konstanz sein. Warum habe ich hier Sonny nicht mit bei? Warum kriege ich hier Sonny nicht als Namen? Sonny? Nee, das geht doch... Sonny erhöht fast jeden Monat die Miete. Hier steht SS. Das wird Sonny Spencer sein. Warum... Ich würde seinen Namen hier gerne vervollständigen. Cool, dann halt noch nicht. 20. September. Die Jagd geht weiter. Heute habe ich mich für ein Forschungsprojekt angemeldet, das mir helfen soll, über die Runden zu kommen. Kurioserweise musste ich keine Medikamente ausprobieren, sondern mich nur vor einen Kristallapparat setzen. Das war eine äußerst seltsame Erfahrung. Aber wenigstens haben sie mich im Voraus bezahlt. Aber hoffentlich kann ich mit diesen merkwürdigen Nebenwirkungen schlafen. Also wird sie safe in dem Apartment wohnen? 21. September. Ich glaube, ich werde verrückt. Mir schwirren Erinnerungen im Kopf herum, die nicht von mir stammen. Ich erinnere mich an Details über das Picknick, bei dem ich nicht dabei war. Oh, okay, dann gibt es hier mehrere Teilnehmer in dem Haus, an der Studie. Ich kann mich erinnern, dass ich mit einer Pistole bedroht wurde. Ich hatte schreckliche Angst, aber nichts von alledem ist wirklich passiert. Mir jedenfalls nicht. Ob ich verrückt werde? Oder gehören diese Erinnerungen jemand anderem? Es könnten Leben auf dem Spiel stehen. Ich muss das herausfinden. Ich meine, es ist ja nicht so, als hätte ich was anderes zu tun. Okay, das finde ich spannend. Ich finde schön, dass hier Symbole von dem Idol an der Wand sind, die wir hier nicht mehr sehen. Nun. Schnell, Mutti wird jeden Augenblick auftauchen. Sie nimmt auf jeden Fall auch teil. Eine Weinflasche. Das ist unfassbar. Wie hast du ihr Versteck gefunden? Geraucht haben sie offenbar auch. Okay, und sie ist Jane. So viel dazu. Samstag, 18 Uhr. Zum Picknick gehen, außer Sonny kommt. Okay, jetzt haben wir Sonny auf jeden Fall. Danke. Ne. 9 Uhr Kirche. Montag, 8 bis 18 Uhr arbeiten. Dienstag, 7 Uhr neue Nähmaschine aufbauen. 17 Uhr Spieleabend mit 4B. 19 Uhr früher gehen für Date mit Kenneth. Okay. Warte. Dienstag 19 Uhr früher gehen für Date mit Kenneth. Also wird er Kenneth sein, weil die daten gerade.
Kenneth? Bo hat mir erzählt, dass du, was du am Samstag getan hast. Du weißt schon, wer schien ein paar Tage lang netter zu sein. Ach, jetzt ist er wieder ganz der Alte. Deine Drohungen nützen jetzt auch nichts mehr. Wie auch immer, du musst mich nicht beschützen. Zu forsch? Ich denke, dass ich in Zukunft mit meinen eigenen Problemen fertig werde. Vielleicht eine andere Nacht. Irgendwer ist Bo? Bo könnte ihr Sohn sein? Der gerade in der Wohnung drunter ist? Wie man redet und sich Gehör verschafft, ernste Gespräche. Okay. Werd die Katze los oder du bist raus. Okay, also gehört die Katze. Spencer Wright. Und einer von beiden ist Spencer Wright. Das ist nur eine leere Drohung, glaub mir. Ich habe gesehen, was beim Picknick passiert ist. Wir müssen uns keine Sorgen mehr um ihn machen. Kannst du dir so sicher sein, woher weiß Sonny überhaupt von Darcy? Okay, also wird er safe Spencer Wright sein? Spencer Wright. Und Darcy ist die Katze. Die spielen Risiko. Interesting. Und daraus wissen wir, das ist 4B. Weil Spieleabend in 4B. Okay, also wir wissen, das ist A, das ist B und halt 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Okay, also so wie vermutet auch, aber jetzt können wir es auch wirklich logisch erschließen. Okay. So, du gehörst dahin. Ihr beiden gehört auf jeden Fall dahin. Du gehörst hierhin, würde ich sagen. Du hast dich hoffentlich in deiner eigenen Wohnung erschossen. Und Mr. Sawyer wird gleich hier sein. Heißt er wirklich Spencer mit Nachnamen oder heißt er Sawyer? Nee, warte. Es ist wirklich schon... Er hat auch so ein Band. Damn, hier sind einfach viel zu viele Teilnehmer. Wie bin ich drauf gekommen, dass er Spencer heißt? Könnte auch Sawyer heißen. Das würde viel mehr Sinn machen, oder? Sonny Sawyer? Wenn sie sagt Mr. Sawyer, ich bin... So, warte. Date mit ihm war sie? Okay. Das heißt, sie gehört hiermit hin. Er ist hier. Sie ist auch hier. Das heißt, die beiden sind verwandt. Mir fehlen noch Leute, offenbar. Zwei Stück. Ja, ich habe sie hier oben noch nie angeklickt. Tja, Sabrina, erst wurdest du sitzen gelassen, dann hast du auch noch vergessen, wo du gestern den Alkohol versteckt hast. Das war eine miese Woche. Ah, okay. Dann ist sie in Wirklichkeit nicht hier, sondern sie ist hier. Aber mir fehlt dann doch trotzdem noch eine Person, oder? Oder steht irgendeine Wohnung leer?
er wohnt auf jeden Fall... Ach, ich hab... Oh Gott. Ja, my bad. Alles gut. Ich hab gedacht, die hier unten wären schon zugeordnet. Alles gut. So, warte. Und auf dem Foto ist er... Okay, das heißt, das ist sein Sohn. Das wird ihr... Alles andere macht keinen Sinn. So, okay. Dann haben wir doch das zumindest schon mal. Das ist doch eigentlich ganz fein.